Ja, ich könnte es auch machen. Ich habe auch mit meiner hier mit dieser Nvidia, wie heißt das? Diese Aufnahmefunktion da. Ja, Experience. Aber dafür sind, glaube ich, meine Frames zu schlecht. Ja. Ja, ich muss noch meine Leute begrüßen. Hallihallo, liebe Leute. Eine weitere Folge DayZ Standalone und wieder auf dem friendly DayZ.de Server. Zwei nette Survivor getroffen. Könnt ihr euch ja mal vorstellen. Wie heißt ihr denn? Ja, ich bin der Dietz. Hallöchen. Und ich bin der Snake Doktor. Hi. Hi. Super. Ja, wollen wir zu dritt ein bisschen durch die Gegend ziehen, oder? Können wir gerne machen. Also wir wollten jetzt hier einmal durch den Ort. Mal gucken, Jo. was wir hier noch finden. Richtig. Bin auch noch nicht ganz durch hier, habe auch erst so zwei, drei Häuser geguckt. Jo, machen wir das doch mal. In der Schule war ich schon und noch Ja, irgendein. Feuerwehr und Polizei waren wir auch schon. Ah, super. Ich wollte in die Schule hier hoch und habe dann den toten Zombie gesehen. Ja, das war ich. Ich laufe mal zur Baustelle. Falls jemand Magnum-Munition braucht, die liegt da oben noch in der Schule, in dem Raum, wo immer Waffen liegen. Oh. Dann hole ich mir die eben. Ach ja, du hast ja auch einen. Wir sind übrigens auch hier auf dem Friendly PS. Ah ja, weil ich spiele gerne so mit Ingame. So wie es in echt ja auch wäre, kann Ja. man sich ja auch nicht über Kilometer unterhalten, irgendwie. Ich versuche es so realistisch wie möglich zu halten. Ja, ich habe noch nie die Funkgeräte ausprobiert. Die Ne, ich sollen auch ja noch auch nicht. funktionieren. Ja, die sollen auch funktionieren, ja. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist ja dann auch irgendwie ab einer gewissen Reichweite wird ja die Qualität schlechter und irgendwann bricht es ja dann ganz ab. Ja, richtig. Genau, da hinten noch mal in das rote Haus gucken. Na, wird nicht angezeigt? Na, gut, bin ich. Uiuiui, Frame-Einbrüche. Ja, seid ihr schon weitergezogen? Ah ja. Guck. Ich guck mal im Pianohaus. Ist es green? Green, jawohl. Auch was, was ich grün spritzen kann? Kann man nicht grün spritzen? Ne, kann man nicht. Gut.
Jo, da bin ich wieder. Hab gerade eine Facebook-Nachricht bekommen von meinem Bruder. Ich muss gleich mal kurz die Aufnahme beenden und mich ausloggen. Da gibt's was Wichtiges, Familiäres. Relive geht vor. Ja, richtig. Jo, dann beende ich mal wieder die Aufnahme. Tschüss, liebe Leute. Oder vielleicht schneide ich auch zusammen. Gehe später wieder rein und schneide das zusammen, weil die Folge ist jetzt ein bisschen sehr kurz. Okay, tschüss. Jo, hallo, hallo, liebe Leute. Da bin ich wieder. War nur eine kurze Aufnahmepause. Wie gesagt, ich werde das zusammenschneiden als eine Folge. Sonst wird das zu kurz. So, wo sind die anderen beiden jetzt? Sind die noch in der Nähe? Hallo, seid ihr noch da? Wenn ja, schreit mal Hurra! Hallo? Hallo? Ich sehe dich. Ich dich aber nicht. Hat sich gut versteckt. Wer bist du denn? Der Lobo von eben. Na, da bist du. Hallo. Seid ihr beiden das wieder? Jawohl. Super. Ja, hat sich doch schneller erledigt, als ich dachte. Kann wieder weitergehen. Ja, dann gehen wir weiter. Super. Habt ihr schon durch hier alles, was ihr braucht? Ja, größtenteils haben wir jetzt, denke ich, alles Wichtige durch. Super. Aber generell habe ich sowieso alles, was ich brauche. Also ich gucke, ja, ich auch. Noch irgendwas. Ja. Ups. Durch die Wand verschwunden. Auch nicht schlecht. Das ist aber ganz schön laggy hier heute. Du hast bei mir immer noch den Waffenpack. Glitscht nur auf dem Boden rum und nimmst die Waffe mal rein und raus. Ja, wahrscheinlich, weil ich zwei Waffen habe. Ich habe einen Shotgun gefunden und Muni. Da habe ich die mal mitgenommen. Ja. Ich will einmal kurz ablegen und nochmal wieder neu aufnehmen. Jo, besser. Jetzt sieht man die Waffe auch. Das da hinten, ist das noch ein Supermarkt? Ne, Garagen. Wart ihr da schon? Ja, Garagen. Ich nicht. Ich auch nicht. Dann können wir ja da nochmal gucken.
komm, wie rutscht den Berg rum. Wie bist du denn so unbeschadet an das Militär? Ich bin in den Bus reingekommen. Aha. Ich komme hier nicht. Doch, normalerweise kann man sogar hier vorne auch rein. Jo, geht. Vorne rein, hinten raus, kein Problem. Wie bist du denn an ein schickes Militärzeug gekommen, so unbeschadet? Nein. Still und heimlich, morgens nach der Arbeit. Ah ja. Der Server leer war, mal schnell übers Airfield gerannt und ganz schnell wieder weg. Ja, wie gesagt, ich hab's versucht und wurde gleich Maß genommen damit. Beine brechen und Alkohol füttern und alles. Ich wollte mir auch nur ein bisschen. Alkohol füttern? Das ist aber assi. Also dann können sie dich auch direkt erschießen. Das ist ja, ja, habe ich auch gesagt, gib mir doch gleich die Kugel. Nö, die hatten da Bock drauf, dass ich da am Boden mit gebrochenem Bein rumkriech und langsam mich vergifte da mit dem Zeug. Das habe ich auch nicht wieder wegbekommen. Ich habe dreimal Wasser getrunken, bis ich kotzen musste, aber das Sick kam immer wieder irgendwie. Nee, das ist nicht heilbar momentan noch. Also das geht gar nicht. Auch mit Kohletabletten nicht. Also ich meine, das wäre das gleiche wie das Desinfektionsspray. Also naja, aber jetzt auch nicht. In den Regeln ist aber nur das Desinfektionsspray verboten. Das Alkohol-Tinktur ist nicht verboten. Ah, okay. Ja gut, dann kann es ja doch sein, dass es doch heilbar ist. Jo. Aber was jetzt in dem Experimental ist, ja auch so, dass du jetzt in Benzinkanister Wasser füllen kannst und in die Trinkflaschen Benzin ja, ja. Das heißt, da würde ich dann auch von anderen Spielern keine Flaschen mehr annehmen, weil nee, richtig. Du siehst nicht, was drin ist. Richtig, steht immer Wasser drauf, ja. Wasser. Genau. Das ist natürlich auch ziemlich problematisch. Ja, ja. Pervers. Ne, meine Schiene ist das auch nicht, andere Leute mit irgendwelchen Giftzeug füttern oder so. Das ist überhaupt nicht in meinem Gedanken gut vorhanden. Nee. Was machst du da? Schießt du Bären? Ui, man kann, das geht auch. Man kann Gebüsche auch umschießen. Geil, da kann man auch roten Sticks ernten oder wie. Ich sehe schon die Zombie Armada jetzt gleich auf uns zu rennen. Ja toll, und ich habe keine Kugel. Achso, ich muss meine Mose mal wieder neu ausrichten hier. Upsa, meine Maus spinnt aber auch. So, jetzt kann ich sie auch wieder mit zwei. Ich habe sie mittlerweile jetzt auch Camouflage. Eben hatte ich sie ja nur schwarz, aber ich habe nochmal grün gefunden. Jetzt ist meine Mose dann richtig schön getan. Ja, du brauchst eigentlich braucht man dieses Militärzeug auch nicht. Also schick ist natürlich der Helm, weil der hält, wenn der halt pristine ist. Kopfschuss ab, ja. Ein Schuss. Aber dieses andere jetzt, dieses Camouflage-Ding, weil ich habe wieder auch gerne diese grüne Cargohose an und jetzt hier den Regenmantel. Ja, da sieht man dich auch nicht im Wald. Richtig, so ein grüner Regenmantel, der wird mir auch reichen, ja. Völlig. Und die Hose, die ich jetzt habe, die ist auch schon ganz gut getarnt. Ich wechsle halt immer nur, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich in dem Regenmantel schneller überhitze, also heiß warm werde. Ja, das kann durchaus sein. Aber dafür hält er einen auch schön trocken. Jo, welche Richtung wollen wir denn? Links hoch, rechts hoch? Mir egal, wollen wir mal rum zu dieser Militärbasis, zu der kleinen? Jo, können wir mal machen. No risk, no fun. Ah, da ist eh nichts los. Nö, ne, in der kleinen Basis ist eh nichts los, ne.
Ui. Das war aber gerade richtig ein harter Leck gerade bei mir hier. Voll Standbild gehabt. Haben wir gemerkt. Ja, wir müssen ja quasi nur in der, wenn die erste Linkskurve kommt, quasi der Straße weiter folgen. Ah ja. Ist das die kleine Basis mit den Bunkern? Upsa. Das war aber mega leck. Ganz weit zurückgesetzt worden. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du aber irgendwie 100 Meter nach hinten. Ja, ja. Rubberbanding. Voll zurückgesetzt worden. Ja, da oben war ich auch noch nie in der Base. Genau, ich auch noch nicht. Ganz unten, was ist das da? Ganz unten gibt es ja auch noch ein Airfield, also das kenne ich auch noch gar nicht. Das war Lothar Airfield? Ich habe jetzt lange Zeit, lange Zeit gar nicht gespielt, da gab es das alles noch gar nicht. Aha, das war Lothar Airfield? Hier, auf dem Server mit, jetzt sind wir glaube ich 5 Leute, ne? Ja. 5 Leute nur noch? Nee, wir sind jetzt so 5 Leute, die sich gefunden haben über Forumsbeiträge nach Spielersuche und ja, haben uns jetzt alle hier bei Fancy Daisy angemeldet und ja, surviven jetzt hier. Ja, super. Ja, besser als immer allein unterwegs. Mal jemanden dabei haben. Ich glaube theoretisch jetzt gerade aus, ne? Durch. Ach, ist das da oben, wo der Steinbruch ist? Ah, okay. Ja, ja, genau, dann. In der Nähe vom Steinbruch. Ah ja, hier geht's ja schon los, hier ist schon die Mauer. Pass auf, ich kletter mal hier hoch und mach mal hier einen auf Backups. Jupp. Gehen wir mal zu den Prison da hinten.
Uiuiui, das leckt aber. Oh, Leggy. Na komm. Aha, die haben beide gleich viel Plätze, die Rucksäcke. Auch nicht schlecht. So. Wenn man da noch schön ist. Jetzt fehlt nur noch Helm und Weste. Noch ein Helm? Nö, da ist kein Helm. Auch ein. Unten ist noch einer. Nee, den hab ich. Achso. Oh, das leckt bei mir hier. Wow. Baracken gab es hier nicht, ne? Grüner Raincoat. Ich kann nur nicht sehen, ob der pristine ist, weil den musst du mit der Hand auf. Doch, eine Baracke gibt's hier noch. Ist damaged. Raincoat ist ja gut, damaged. Dann kriegst du ja noch bis Warn hoch. Ja, aber ich habe jetzt hier die... Ich lauf mal... TKKO Jacket. Das ist auch okay. Zwar nicht so wasserdicht, aber das geht schon. Hier ist ein Warn AP. Ah ja, hier sind die Baracken. Das leckt. Achso, die Tür ist offen. Alles klar. Ja, das sieht schon geplündert aus hier. Da ist gar nichts drin. Boah, hat jemand zufällig ein AKSU-Magazin? Nee, Magazin habe ich gar keine. Nee, ich hab nur so ein 15er 9mm. Ich suche da noch die passende Pistole für. Gibt's eigentlich für die Longhorn Magazin? Ne, ist Einzelschuss. Ne, ist immer nur Einzelschuss, ne? Ja.
Ja, was machen wir jetzt? Wieder runter? Jo. Wenn hier nichts weiter ist, was sich lohnt, können wir auch weiterziehen. Na, ich wüsste jetzt sonst nichts mehr. In den Bunkern ist ja noch nichts drin. Nee, da ist noch nichts drin. Hat euch schon mal einer das Schwert gefunden? Nee, nicht wirklich. Nee, ich auch noch nicht. Ja, schade finde ich, dass hier beide großen Städte PvP-Zonen sind, irgendwie. Eine große Stadt hätten sie auch lassen können, irgendwie, für alle. Wieso, hier oben ist ja nur die große Novomitrovsk, ne? Richtig. Und dann unten, Tscherno oder Elektro, ne? Eine von beiden ist auch PvP-Zone. Ja, Tscherno. Tscherno, ja. Ja, bleibt eigentlich nur noch Elektro, die einzige große Stadt, die man noch begehen kann, irgendwie. Und, na gut, Svetlo geht auch noch. Ist auch noch einigermaßen groß. Ja. Oh ja. Naja, so gesehen kann dir das ja überall passieren, ne? Jetzt nicht nur irgendwie auf, in der PvP-Zone, du kannst ja auch durch Elektro gehen und da kommt irgendwie eine Dreier-Truppe und sagt hier Hände hoch, gib mal alles her. Ja, ja, klar. Passieren kann ja das überall, ja. Ach, da kommen wir ja nicht durch. Viel zu viele Zäune, finde ich.
Hier rechts müsste jetzt ein Brunnen kommen. Ja. Auf den Blick. Hallo. Ne. Jo. Bin gerade mit einem Spiel in der Aufnahme. Nur, du kannst ruhig rumkommen. Jo, bis gleich. Okay. Brauchst du ein Longhorn? Longhorn habe ich. Okay, da. Hier drüben im Haus gibt's noch eins. Ah ja. Okay. Mal komm, steh wieder auf. So, was ist mein Status? Cool. Energized, healthy. Ah ja. Hydrated. Wo ist der Brunnen? Hier in der Kurve, auf der linken Seite. Ah ja, danke. Ah ja, sehe ich schon. Guck mal, ob ich noch so eine Gartenhacke finde. Ja, noch kann man die F-Taste spammen beim Trinken, aber ab dem nächsten Update geht das nicht mehr. Ja, deshalb habe ich mir schon angewöhnt, meine Kantine dann beim Brunnen zu nehmen und komplett zu exen und dann die Kantine wieder aufzufüllen. Füllen, genau, das geht schneller dann. Das geht wahrscheinlich dann im Endeffekt auch schneller, als immer einzeln zu trinken. Ja. Ich mache die hier schon mal nass. Ach nee, das geht gar nicht, da muss man erst die Samen ran. Gibt es irgendwo Viecher in der Nähe? Okay. Ich glaube in dieser Gegend nicht so. Nee, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich letztens war, warte mal, auf die Map gucken, wo ich da war, irgendwo im Westen. Ja, ja, die guten Sachen sind alle im Westen, nämlich die LKW spawnen meistens im Westen, die Tiere sind auch mehr da im Westen unterwegs. Hm. Irgendwo zwischen Vibo und Pustoschka, da war ich in einem Ort, ey, da war neben mir so ein Feld, da rannten bestimmt 15 oder 20 Schweine rum. Ui. Da sagen sich die Schweine guten Tag auf dem Feld wahrscheinlich. Die Samen hier hin, dann kann ich die schon mal rein. Wasser muss ja auch noch drauf, ne? Ja, aber das habe ich gerade gemerkt, das geht nur, wenn du Pflanzen drin. Ah ja. Kannst du mal gucken, ob die irgendwo noch Dünger findest. Jo, mach ich. Am besten die Hinterhöfe abgucken. Da liegt das meistens in den Gewächshäusern und so. Oder hier in dem. Könnte auch was liegen.
Hey, da haben wir es schon. Na komm. So, wo ist noch kein Dünger drauf? Dünger ist überall noch nicht drauf. Überall noch nicht, gut. Dann mache ich hier mal. Ne? Will er nicht? Nee, warte mal, ich glaube, das ist schon wieder der Bug. Dann ist die ganze Pflanze weg. Ah ja, ich... ich leg das mal kurz ab. Sorry. So. Ich laufe mal einen Ort runter und guck, ob ich da nochmal eine Schaufel oder so finde. Probier du mal mit dem Dünger, bei mir hat es nicht geklappt. Nur mit dem letzten Update haben sie so viele Bugs mit reingebracht wieder. Das hat vorher alles gut funktioniert schon. Nicht? Ja, das was vorher gut funktioniert, geklappt dann gar nicht mehr, ne? Ja. Ja, Bugfixes kommt wahrscheinlich wieder erst nach dem Release. Tja, so wird's sein. Ja, wie bei den meisten Spielen. Jo, werde ich hier die Aufnahme nochmal beenden. Jo, tschüss liebe Leute, das war's für diese Folge. Am nächsten Mal wieder mehr. Jo, hallo liebe Leute, eine weitere Folge Daisy Standalone. Und wie ihr seht, immer noch mit den beiden Jungs unterwegs. Wir versuchen hier ein bisschen Obst und Gemüse anzubauen. Das ist das Gemüse. Obst kann man ja nicht anbauen. Noch nicht. Mal gucken, ob wir es noch gebacken kriegen. Ne? Versuch's nochmal mit dem Zeug. Oh, da kommen schon die ersten Pflänzchen. Bei mir hat er eben immer nur angezeigt, Remove Plant. Ja, 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 ein Feld hat er bei mir hier auch einfach weggenommen, ja. War ich ein bisschen zu schnell mit der Taste. Und bei denen hier, da sagt er gar nichts. Irgendwie. Hat doch jetzt. Ne, die müssen glaube ich jetzt irgendwie noch angelegt werden. Ah ja. Da war diese Hacke aber ruiniert. Hatte hier aber einmal kurz eben die Meldung. Komischerweise. Da wieder. Macht's aber nicht. Achso, ja ja, ist noch nicht gedeckt das Feld. Ne?
Ja, muss ich diese Aufnahme jetzt doch wieder beenden. Jetzt bekomme ich Besuch. Werde ich hier jetzt Feierabend machen. Viel Spaß euch beiden noch beim Pflanzen. Danke, gleichfalls. Jo, tschüss.